vorgestellt. Nova Drift von Pixel Jam. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei Miles von Pixel Jam, der mir den Key zur Verfügung gestellt hat für dieses Spiel. Ja, es ist auf Steam erhältlich für 12,50 Euro derzeit. Es ist im Early Access und es wird noch weiterentwickelt. Ja, ist ein bisschen retro für mich sozusagen, weil früher gab es halt Arcade-Automaten und da konnte man dann Asteroids spielen und dieses Spiel ist eine Art davon, was natürlich neu aufgelegt ist mit ein bisschen mehr, was man da tun kann. Ab und zu sind mal ein paar Asteroiden da, die man natürlich kaputt schießen muss, aber nachher sieht's mehr aus, dass mehr diese Raumschiffe da sind. Damals war das so eine fliegende Untertasse, aber heute sind's dann doch ein paar neuere Versionen, die da durch die Gegend fliegen, die dann auch ein bisschen lukrativer sind sozusagen, dass man da auch was Passendes bekommt dadurch, weil wenn man was abschießt, erhält man irgendwann Upgrades und diese rüsten das Schiff dann auf. So, können wir mal hier reingucken zum Beispiel, Learn Evolution, man sieht, dass sein kleines Schiff halt immer größer wird, man baut es aus, man kann eine Ausrichtung betreiben, entweder man legt es auf Waffen, man legt es auf Schilde oder man legt es auf den Rumpf. Und was haben wir noch? Dann haben wir Mods, da ist es dann so, dass man seine Waffen natürlich ausbauen kann, verbessern kann. Man kann Drohnen bekommen oder seine Schilde dementsprechend hypen, dass die zum Beispiel auch eine Gegner-Abwehrfunktion haben. Ja, Survival ist das Ganze im Endeffekt in dem Spiel. Man muss überleben, man muss halt sich gegen den Gegner durchsetzen und klar, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, könnt ihr alles hier drunter lesen. Am Ende gibt es dann immer irgendwelche Bossgegner, die man natürlich auch schlagen muss bei einer Welle. Upgrades, wie gesagt, hatte ich schon gerade erzählt und Mechanics, seht ihr hier unten noch, gibt es dann auch noch. Könnt ihr euch alles anschauen. Jo, das ist das. Knopf drücken und weiter geht's. Das hatten wir bei Learn Unlock. Seht ihr hier Features und Challenge Modes, die kann man noch weitere freischalten. Das ist hier Practice, das ist das normale Endlosspiel. Hier sind die Gears, die man freischaltet. Hier Mod Trees, die man kriegen kann. Special Mods gibt's, Super Mods gibt's auch. Und hier unten seht ihr Base Gears, sind dann auch solche Dinge wie hier. Ich bleibe mal ein bisschen drauf stehen, auf ein paar Sachen, Railgun, Puls, Schilde, Temporal, Reflect und Warp. Hier seht ihr dann, dass ihr die Base-Mode-Trees ausbauen könnt. Das ist der erste Schritt, den ihr macht und dann könnt ihr zwischen einem der beiden hier euch entscheiden und dann den finalen nehmen. Einmal für Waffen halt, einmal für Schiff selber, Rumpf etc. hier. Und Schilde sind dann hier. Hier unten sind dann noch Begleitschiffe, die man bekommen kann, beziehungsweise Drohnen. Da waren Drohnen, hier sind Guardian, beziehungsweise Ally. Je nachdem, Interceptor, Defense Drones. Ne, solche Sachen. Da unten war, glaube ich, nichts mehr. Nein, da waren wir schon am Ende. Haben wir das auch durch. Klick und wir kommen wieder zurück. So, Learn haben wir, Unlock haben wir, Settings. Ist, kann man ein bisschen was hier so einstellen, ist klar. Hier unten geht's auf Back. Und dann haben wir noch Score, der derzeit leer ist. Jo, und dann kann man mal ein Spiel starten. Da könnte man jetzt hier Practice bzw. hier Practice oder Endless auswählen. Wir entscheiden uns jetzt mal für Practice. Spiel kann man mit verschiedenen Möglichkeiten spielen. Maus, dann Tastatur in zwei verschiedenen Varianten. Einmal WASD und die Leertaste ist Feuern. W ist vorwärts, A und D ist links bzw. rechts. Und dann gibt es noch die nächste Möglichkeit. Keyboard heißt es dann. Da ist A und S belegt mit Schießen und Fliegen, also vorankommen. Und links-rechts-Pfeil dann halt die Steuerung. Wir gucken uns einfach mal das an, ob es hier noch erklärt wird. Weiß ich nicht. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe WASD ausgewählt. Und muss jetzt natürlich erstmal wieder die Tastatur in Ruhe lassen, die Maus in Ruhe lassen und gucken, dass wir da uns um das Dingens kümmern hier. So, das sind jetzt die Asteroiden, die man so von damals kennt. Hier hat man tatsächlich schon ein kleines Schild um sein Schiff. Das war damals schon eine Extended Version, wenn man das hatte. Da war der erste Gegner. Enter und man kommt dann in den Pausenmodus. Upgrades haben wir eins und da kann man sich jetzt hier zum Beispiel entscheiden, ob man hier verschiedene Waffentypen nimmt. Flak.
Railgun oder Puls? Das ist jetzt schon schwierig, die erste Entscheidung. Deadly Burst of Shrapnel, which shreds close range targets. Was haben wir hier? Puls. Elektromagnetischer Blaster. Damage doppelten. Ja, sieht danach aus, als ob ich den vielleicht nehmen wollte. Reichweitengroße Waffe ist das. Ich glaube, ich mach mal das. So, Enter wäre dann weiter und wir müssen WASD wieder in die Hand nehmen. Das ist mit der Leertaste jetzt, okay. Das ist jetzt sehr interessant. Okay. Okay, wenn man die Ausrichtung hat. Okay. Ja, ist eine interessante Waffe, sag ich mal. Aber meins ist es jetzt nicht wirklich. Okay, da kam jetzt was auf mich zugeschossen. Hätte ich vielleicht zwischen die beiden gemusst, um dann das hinzukriegen. Wave 5. Okay, wie man sieht, ein Upgrade gibt's. Machen wir mal Enter. Body Steals. A fast body witch cloaking ability with damaging thrusters and self damage resistance. Damage Resistance, Shield Effect Radius und Shield Effect Power. Und das hier ist Increase in Construction Limits. Okay. Die Schilde würden mich natürlich am meisten interessieren momentan. Ja, ich nehme mal die Schilde und gucken wir mal weiter, was da so kommt. Okay, irgendwie treffen sie immer, ne? Und da gibt es das nächste Upgrade, nehmen wir auch schon mit. Temporal Shield, Shield Warp und Shield Reflect. Reflect hört sich für mich am besten an, ist auch schon ausgewählt. Target and Protect within the Shield Effect Radius are greatly slowed. Ne, langsam will ich nicht. Das wird transportiert. Ne, wir nehmen das mal, das hört sich ganz gut an. Jetzt haben wir unsere Reichweite vom Schild. Okay. Und da hat man gerade das Reflektieren gesehen, was eine ganz coole Geschichte ist. Und da war er schon kaputt. Also, eigentlich ist es ein komisches Teil, weil, ne? Am coolsten ist das, dass der Schild reflektiert. Das ist richtig cool, ne? Da wartest du, bis sie nah genug dran sind und dann geht's auf. Aber wir haben schon ein Upgrade, dann machen wir das mal schnell. Shant Gear können wir machen. Und hier haben wir. Oh, das ist hier ein Ally. Shield Cooldown. Ah, der Cooldown wäre natürlich auch nicht schlecht, einfach aus dem Grunde, weil man merkt, dass das eine Zeit braucht, bis der sich wieder auflädt. Das funktioniert. Aber ich glaube, den Alliierten, den hole ich mal mit ins Boot. Weil, wie ihr seht. Oh, jetzt hat es gerade mein Schild zerhauen. Okay, da wurden jetzt die Minen gelegt. Das ist dann erledigt. Und dann Upgrade, das nehmen wir mit. Was haben wir hier? Regeneration. Okay. Ich glaube, wir nehmen mal Regeneration. Das hört sich nämlich nicht schlecht an. Dann sind wir wieder schneller fit, ne?
Okay. Man muss eigentlich nur gedrückt halten, ne? Dann läuft es schon, ne? Und wir haben schon wieder ein Update. Was haben wir hier? Double Team. Gains an additional Projectile. Okay, was ist das hier? Rapid Fire. Ja, auch sehr, sehr interessant. Also es sind super tolle Sachen hier. Man kann hier unten ja auch, wie gesagt, die Ausrichtung ändern. Wir sind also hier schon auf dem zweiten Weg dann mit dem. Ach, weißt du was? Wir machen das mal. Gucken, was der so bringt, ne? Okay, da muss man dann schneller sein, um den zweiten auch hinzukriegen. Unser Alliierte ist gerade nicht vorhanden. Das ist jetzt hier so, warte mal, bis da was passiert. Ne? Update kommt. Hull Strange, improve the Strange. Okay, hier oben. Was haben wir hier noch? Evolution. Your ally construct becomes Strange. Ach, das hat man eben wahrscheinlich gar nicht genommen, oder was? Wir nehmen das und gucken dann weiter. Schauen, wie weit wir kommen. Okay, die sind schon erledigt. Okay, das sind so komische Teile, die mir gar nicht gefallen. Irgendwie muss ich den jetzt kaputt kriegen, dafür muss ich aber näher ran, ne? Und ich habe ihn kaputt gemacht. Weiß aber nicht, wie ich diese Dinger noch kaputt kriege. Ja, das ist jetzt schwierig, ne? Okay, wir müssen mal schauen, dass wir gerade. Wir haben gerade kein Schutzschild. Ah, da ist es. Und da hat es uns erwischt. Einfach zerrissen. Ja, Progress Rank 0 haben wir da geschafft. Nichts Besonderes, denke ich mal. Diese Teile. Ja, 4 Minuten haben wir das Spiel geschafft. Average Damage 111 die Sekunde. Highest Damage 460. Brave Reach 22. Distance Reached 1565. Keine Ahnung, welche Einheiten. Absolute Schäden, die wir erzielt haben. Damage Taken habe ich Level Reached 8. Okay. Da sieht man, was wir gemacht haben, weil wir uns da weiter fortgearbeitet haben. Ja, jetzt gibt's den Highscore. Nein, gibt's nicht. Wir waren wohl so schlecht für ein. Ach nee, wir haben ja nicht volles Spiel gemacht. Wir haben ja Dingens gemacht. Sag schon. Practice. Ja, komm, wir ziehen's mal einmal nochmal hier ein Stück durch, damit ihr nochmal was gesehen habt. Gucken zu, dass wir das da hinkriegen. Bisschen wieder in der Mitte ist doch hier so besser, in der Mitte zu fliegen. So. Zertrümmern wir hier jetzt gerade ein paar Asteroiden, die uns dann nicht nachher im Weg sind. Und da kommen schon die Gegner. Und unser erstes Upgrade. So, und das nehmen wir jetzt erstmal das Upgrade. Granaten, Flak oder Splitshoot. Splitshoot, denke ich, ist am besten. Machen wir mal. Und die Minen sind natürlich auch ganz cool. Ja, jetzt haben wir eine breite Streuung. Ist für mich noch immer irgendwie am coolsten. Also, entscheidend ist ja, wenn man hier was kaputt schießt, dass man es dann richtig kaputt schießt. Da sind jetzt diese Teile, die dann, ja, Level up. Ich kenne das nicht, weiß ich nicht. In Create Construct Limits. Ja, da kann man mehr machen wahrscheinlich. Das ist hier, ja, komm, wir machen es mal. Wenn wir auch nicht wissen, was es ist, ne, aber wir machen es mal.
Na, jetzt müssen wir mal gucken. Die haben ganz viele Drohnen und die schießen dann alle. Umso mehr wir von den Drohnen zerstören, umso eher ist es auch. Das war nicht so einer auf die Hucke kriegen. Ach so, Upgrade gibt's. Machen wir mal gerade wieder. Aha, Shield. Reflect kennen wir schon. Ist, glaube ich, auch am besten. Oder finde ich am coolsten einfach. Oh, da ist schon der Gegner. Okay, wir sind mittendrin. Okay, da kommt irgend so eine komische Geschichte. Oh, da kommen jetzt aber gerade richtig starke Asteroiden angeflogen. Da mache ich mir gerade keine Gedanken, dass ich dabei kaputt gehen könnte. Okay, da kommt das wieder. Oh, ich glaube, wir müssen mal gerade weg. Und da hat es uns auch im Hauptspiel erwischt. Ja, okay. Rank ist wieder 0. Ne? Hier sehen wir wieder gesammelten Werke. Oh, diesmal dürfen wir uns dann eintragen, weil wir im Hauptspiel waren wahrscheinlich. Und wir haben 1075 Punkte erreicht. Das war's dann da. Ja, das ist das vorgestellt gewesen. Ihr habt einen Einblick in das Spiel gehabt, was ich relativ lustig finde, für zwischendurch mal eine Runde zu spielen. Muss man sich darauf einlassen, weil man merkt dann, dass man erstmal mit der Steuerung im ersten Moment nicht so fit ist, aber das gewöhnt man sich ganz schnell dran und dann geht's voran. Ja, dann kann man halt, wie gesagt, diese Unlocks und sowas, kann man jetzt hier sehen, was wir angelockt haben. Nee, wir waren so schlecht, wir haben da nichts angelockt. Alles klar. Ja, hatte ich alles genannt, weiß ich nicht. 120 Updates gibt es in dem Spiel, 12,50 € im Early Access auf Steam momentan. Miles at Pixeljam hat mir den Key gegeben. Recht herzlichen Dank nochmal dafür. Ja, und wenn ihr strategisch unterwegs seid, dann ist das vielleicht was für euch. Alle meine Spiele laufen ja unter Linux. Dieses hier ist kein Linux Native, sondern dieses ist mit Steam Play am Laufen. Ja? Das funktioniert. Und ja, bin ich eigentlich ganz mit zufrieden. Läuft, macht Spaß. Alles ist gut. Danke. Bis dann. Tschüss.